Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu diesem Video. Nach unserem Sieg über die Brauer letztes Jahr konnten wir einen beträchtlichen Anteil an Bier sicherstellen. Doch darauf ruhen wir uns natürlich nicht aus. Wir hier beim UMCS bereiten uns jetzt schon mit den besten Taktiken und Trainingsmethoden auf die kommende Biersaison vor, damit wir nicht nur den quantitativ, sondern auch den qualitativ besten Zug stellen können. Dafür ist es zunächst wichtig, dass die Diebe perfekt auf die harten Umstände des Geländes vorbereitet sind. Wir arbeiten nach dem Motto, ein starker Körper hat einen starken Geist. Und natürlich, eine kleine Belohnung zwischendrin versüßt einem auch das Training. Natürlich bringt körperliche Fitness nichts, wenn unsere Einheiten nicht wissen, wie sie im Einsatz überleben können. Deswegen bereiten wir sie mit unterschiedlichen Überlebenstaktiken auf den Einsatz vor. Die Gesundheit unserer Diebe steht natürlich an erster Stelle. Daher kontrolliert unser medizinisches Personal regelmäßig den Alkoholpegel all unserer Kandidaten und korrigiert diesen, falls notwendig, durch Direktinfusion. Für die Biersaison ist es natürlich auch wichtig, dass wir unser Ziel treffen. Und wir hier bei den UMCS betrieben haben natürlich nur das modernste Trainingsequipment. Tut mir leid, alter Knabe. Hi Tessie. Ihr dürft. Kommen wir nun zum nächsten Abschnitt unserer Ausbildung. Funk, Verschlüsselung und Kommunikation. Denn wie sage ich immer, klare Kommunikation ist wichtig, eindeutige Informationen sind wichtig und das ist das, was uns letzten Endes auf dem Spielfeld den Sieg bringen wird. Das ist die letzten Jahre bewährt und wird sich auch dieses Jahr wieder bewähren und entsprechend üben wir das hier. Achtung, Funkspruch, und Sie durch. Die Brauer nehmen Flagge 2 ein. Sie rücken mit 50 Mann an und sie stinken sehr, sehr stark. Stinken stark, jawohl! Stinken stark, sofort abliefern zum Kommandanten. Dabei, dabei, dabei! Seit dem letzten Jahr zählt zu unseren Taktiken auch die psychoakustische Kriegsführung. Diese können Sie hier sehen. Puh, der ging mal daneben. Ja. Guck mal, ich hab's! Dann kommen wir hier rüber, wo wir unseren Bierdieben die super geheimen Taktiken beibringen. Ja, das war ein guter Move. Leider mussten wir in den letzten Jahren feststellen, dass immer wieder Brauer versuchen, unser tolles System zu unterwandern. Deswegen haben wir einen absolut fehlerfreien Test entwickelt, um diese herauszufiltern. Sehr schön. Und das funktioniert wirklich immer? Ja, natürlich immer. Absolut fehlerfrei. Was ist daran nicht zu verstehen? Geht der Dreh noch länger? Ist ziemlich warm und ich krieg langsam ein bisschen Durst. Machen wir eine kurze Pause? Was? Nehmen wir einfach mal, ne? Ist gut. Was ist das für eine Marke? Das ist das Radler. Ich übernehme. Wie ich immer sage, Teamwork makes the dream work. Und aufgrund dessen studieren wir bei uns auch regelmäßig unseren Schlachtruf ein. Bier! Diebe! Bier! Diebe! Bier! Diebe! In unserem Trainingslager werden Diebe mit einem ausgewogenen Ernährungsplan versorgt. Danke. Prost! Nicht nur die körperliche, sondern natürlich auch die psychische Gesundheit unserer Diebe liegt uns sehr am Herzen. Und speziell dafür haben wir auch eine Therapeutin bei uns im Team. Ich kann das alles nicht mehr. Überall dieses Quietschen, diese Hühner, das Radler, ich kann das nicht mehr. Daddy-Issues. Entschuldigen Sie mal bitte, raus hier, Schweine! Nein, nein, alles gut, alles gut, nein! Vielleicht sollte ich mich mehr öffnen. Nein. Oh. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Menschen mich nicht wirklich wahrnehmen können. Patient, heute leider nicht zur Sitzung erschienen. Ja gut, frühere Mittagspause.
Ein gesunder Geist, ein gestillter Körper, doch auch die Freizeit unserer Bierliebe liegt uns sehr am Herzen. Was machen Sie denn in Ihrer Freizeit? Kronkorken sammeln. Kronkorken sammeln, wunderbar. Und Sie? Brauerhauen. Brauerhauen, phänomenal. Und bei Ihnen? Ich trinke gerne Bier und ich habe kein Bier mehr, also gehe ich mir Bier holen. Als nächstes gehen wir weiter zu unserer... Ah, ich sagte doch, ich bin kein Brauer! Qualitätskontrolle, bei der wir sicherstellen, dass es nur das beste Bier in unserer Lager schafft. Exzellent. Ah ja, und hier sehen wir unsere Übungsstunde zur Aggressionstherapie. Bier-Yoga. Sanitäter! Aus dem Weg! Bier am Boden! Bier am Boden! Und zu guter Letzt die Wahl unserer Fireteam-Leader. Wir bei den Bierdieben prüfen die Leute nach nur bester Qualität, ob sie es wert sind, ein Fireteam-Leader zu sein. 3,2 Promille. Bestanden. Ja. 0,0 Promille. Leider nicht. Niemals. Ich verlange wiederholt. Wie man sieht, Tourprüfung nach bester Qualität. Die Diebe sind bereit und wir rüsten auf. Wie man sieht, ist bei uns alles in bester Ordnung. Es gibt also absolut kein Problem für die Biersonne 2024. Schönen Abend noch. Are you listening? Damn.